Und hallo und herzlich willkommen zurück zu Heavy Rain. Euer Oliver 3911 meldet sich wieder hier vor der Cam. Und wir machen weiter. Wir sind als FBI-Agent Norman unterwegs und glauben Sie, es dauert lang? Sind jetzt im Police Department, so wie es aussieht. Na, wenn er bald fertig ist, dann können wir uns ja noch ein bisschen Zeit vertreiben. Offensichtlich warten wir mal wieder auf den Herrn lieben Blake. Das ist ja typisch. Der lässt halt die Leute vom FBI immer warten. So, was haben wir hier so Schönes? Das IAA ist ja ganz cool, ne? Da kann man so verschiedene Sachen machen. So ein Ding hätte ich auch ganz gerne. Ist das bescheuert? Na, so. Hallo, reagierst du auch mal? Ach, so nach vorne, ja, scheiße. Die Leute halten mich natürlich auch nicht für dumm. Okay, doch vielleicht ein bisschen. Auch eine ganz nette Sache. Das wünsche ich mir für die Google-Brille, wenn die mal kommt. Naja, wirklich toll ist das nicht. Ah, mit mehr Schwung war. Ah, das ändert gar nichts. Ist nicht wie bei den Sportspielen oder so, dass man dann was anderes macht. Nee. Leider nicht. Schade eigentlich. Also ist der Blake heute nochmal fertig? Mir wird langweilig. Ah, okay. Das scheint fertig zu sein. Ich bin weg, Charlene. Ich schaue mir die Berichte später an. Sagen Sie alle Termine heute ab. Okay. Oh, Captain. Agent Norman Jaden vom FBI ist hier. Okay, wir warten noch nicht auf den Blake. Wir warten auf den Captain. Jaden, natürlich. Wir haben Sie erwartet. Ich bin etwas in Eile. Kommen Sie mit? Wir unterhalten uns auf dem Weg. Ja, sicher. Klar, warum nicht? Ich wollte mich bei Ihnen noch vorstellen, bevor ich mit der Arbeit beginne. Oder passt es Ihnen gerade nicht? Doch, doch, es passt. Ich muss zur Pressekonferenz. Die sind jetzt täglich. Es ist nicht einfach, immer etwas für die zu finden. Zum Glück haben wir heute Neuigkeiten. Seriously? Haben Sie schon Lieutenant Blake getroffen? Ja, ja. Ja, heute Morgen. Er hat so seine Methoden, ist aber ein guter Mann. Sie kommen sicher gut klar. Können Sie eine Krawatte binden? Ich glaube schon. Gott, wie bist du nur zum Captain, ehrlich gesagt, geworden? Ich war nicht scharf auf das FBI, aber die Presse belagert uns. Der Origami-Killer-Fall erwischte uns und ist jetzt von nationalem Interesse. Hunderte von Mördern laufen frei rum. Aber Sie wissen ja, dieser Typ ist exotisch. Hinterlässt Blumen und Origami-Figuren. Ach, komm. Kapier das einer. Dann kriegt die Presse Wind davon. Und wir sind der Mittelpunkt der Welt. So sieht's aus. Ich bin hier, um einen Serienmörder zu schnappen. Bei allem Respekt, Sir. Alles andere geht mich nichts an. Nein. Natürlich nicht. Ich bitte Sie nur, dass es vorangeht. Und zwar schnell. Die Presse will einen Täter. Und wir müssen ihn servieren. Auf einem Silbertablett. Hm. Nicht schlecht. Ja. Gehen Sie zu Charlene. Sie zeigt Ihnen ihr Büro. Kommen Sie zur Pressekonferenz, wenn Sie das interessiert. Da bekommen Sie einen Eindruck vom politischen Klima hier. Danke, Sir. Willkommen im Club, Jaden. Selbst als FBI-Agent wird man heute nicht mehr ernst genommen. Harry hält gerade die Pressekonferenz. Könnte interessant sein, reinzuschauen. Ich muss die Assistentin von Perry bitten, mir mein Büro zu zeigen. Ich muss unbedingt arbeiten. Jetzt frage ich mich natürlich, wo ist die Pressekonferenz? Ich glaube, ich brauche einen guten Kaffee. Komischer Kerl, dieser Captain Perry. Scheint sich mehr für die Pressekonferenz zu interessieren, als für die Lösung des Falls. Egal, ich gehe jetzt mal zur Pressekonferenz und guck mir das kurz an. 5 Tage nach dem Eingang der Vermisstmeldung. Die Autopsie findet morgen statt, um die Todesursache festzustellen. Erste Anzeichen deuten auf Tod, vermutlich durch Ertrinken hin. Der Zustand deuten auf Tod hin. Auf die Handschrift des Origami-Killers hin. Die Ermittlungen werden das in den nächsten Tagen bestätigen. Die Polizei arbeitet rund um die Uhr, um den Täter schnellstmöglich zu stellen.
Die Todesursache ist Tod. Durch Tod. Sie sagten, die Handschrift würde auf den Origami-Killer hinweisen. Was heißt das genau? Es lag eine Origami-Figur in der Hand des Opfers und eine Orchidee auf seiner Brust. Das haben wir schon mitgekriegt, ja. Das Gesicht war voll Schlamm, aber es gab keine sichtbaren Zeichen von Gewalt. Bitte. Der Zodiac-Killer wurde nie identifiziert. Könnte das auch beim Origami-Killer passieren? Das halte ich für unwahrscheinlich. Im Moment hält der Mörder sich für unbesiegbar, aber letztendlich wird er Fehler machen und dann haben wir ihn. Na dann. Das ist ein sehr gutes Argument. Hat der Mörder eine Nachricht hinterlassen, die sein Handeln erklärt? Eine Lösegeldforderung etwa? Nein. Er hat noch keinen Kontakt hergestellt. Wir haben nur die Morde, die etwas über sein Motiv aussagen. Was für ein Motiv soll das sein? Ja. Weiter bitte. Es wird behauptet, die Polizei verfolge den Fall nicht intensiv genug, weil die Opfer aus armen Verhältnissen stammen. Was sagen Sie dazu? Das ist Unsinn. Die Polizei unterscheidet bei Opfern nicht nach sozialer Herkunft. Wahr ist, dass der Origami-Killer anscheinend seine Opfer bevorzugt in ärmeren Stadtteilen sucht. Die höhere Verbrechensrate dort erschwert der Polizei die Ermittlung. Aha, aha, aha. Ein paar Fragen noch. Ja? Angeblich hat das FBI einen Profiler geschickt, der mit Ihnen ermitteln soll. Ist das wahr? Sie sind gut informiert. Ja, wir haben das FBI gebeten, die Ermittlung mit einem Profiler zu unterstützen. Wir wollten das in den nächsten Tagen bekannt geben, aber das ist jetzt wohl nicht mehr nötig. Laut zuverlässiger Quelle übt das Rathaus Druck auf die Behörden aus, nicht von einem Serienmörder zu sprechen. Man befürchtet Auswirkungen auf die Wahlkampagne des Bürgermeisters. Haben Sie etwas dazu zu sagen? Reine Spekulation. Zu keiner Zeit war der Bürgermeister in die Ermittlung eingeschaltet. Außer natürlich, um die Polizeiarbeit zu unterstützen. Okay, gut, jetzt wird's lächerlich. Jetzt geht das in die politische Runde noch. Eine letzte Frage. Captain Perry, bitte. Captain Perry, noch eine Frage. Ne, kein Bock. Also, ich suche mir jetzt mal einen Kaffee oder was zu trinken oder so. Aber offensichtlich nicht bei einem Käffchenautomat, so wie es aussieht, sondern woanders. Na gut. Was waren nochmal die Gedanken? Ich verdurste. Nie ist ein Wasserspender in der Nähe, wenn man ihn braucht. So sieht's aus. Der Fall ist der Aufmacher in allen Zeitungen. Keine leichte Aufgabe, die Ermittlungen unter den Augen der Öffentlichkeit zu führen. Ach, Wasserspender. Perfekt. Ich bin bereit. Sollen wir loslegen? Ich wollte den Wasserspender nehmen. Ich muss noch was erledigen. Wir reden später. In Ordnung? Okay. Kein Problem. Sagen Sie mir, wenn es Ihnen passt. Ja, der Blake ist nicht sehr mitarbeitungsfähig, ne? Ich liebe diese Wasserdinger. Besser? So, jetzt bist du nicht mehr durstig und kannst hoffentlich... Ich sehe mich mal im Revier um. Vertrete mir die Beine. ...ein wenig herumlaufen. So. Uhr. Schöne Uhr. Oh, das ist das Geschenk für unsere neuen Lieutenants. Wir kaufen bei jeder Beförderung seit 20 Jahren immer dieses Modell. Wissen Sie, sowas ist sehr nützlich und es kommt immer wieder gut an. Mhm. Sie können gern was dazugeben, wenn Sie möchten. Wir brauchen noch was. Ach, warum nicht? Sagen Sie Larry meinen Glückwunsch. Das mache ich sehr gerne. Captain Perry sagt, Sie zeigen mir mein Büro. Ja, natürlich. Kommen Sie. Oh, die ist wenigstens nett. Die wenigsten Leute bei der Polizei sind ja wirklich nett. Aber die ist wenigstens nett. So. Dann sehen wir uns mal unser Büro an, wenn ich da irgendwann mal hinkomme, aufgrund der schwammigen Steuerung. Das kann man dem Spiel echt vorhalten, dass die Steuerung für den Arsch ist. Alter, wo rennst du hin? Warum rennst du so? So. Naja, ein bisschen abgelegen ist auch nicht schlecht. Ein bisschen dreckig. Das ist mein Büro? Sie sollen hier erstmal warten. Wenn Sie etwas brauchen, sagen Sie Bescheid. Naja. Dolle ist es nicht, aber es muss reichen.
Okay, Zeit zu arbeiten. Keine Zeit zu verlieren. An die Arbeit. Zuerst die Akten analysieren. Erstmal sehe ich mich um. Wow, ein Wandschrank. Naja, ich wollte einen ruhigen Platz zum Arbeiten und den habe ich jetzt. Ja, gutes Argument. Okay, dann setzen wir uns mal hin. Flops und Flops. Stuhl hin, Stuhl zurück. Hingesetzt. Boah, Alter. Okay, das ist ganz schön verstaubt. Ganz schön verstaubt, sage ich dir. Hallo? Ach, mal wieder nach vorne. Alter, ich komme mit den Zeichen noch nicht ganz zurecht. Echt mal, warum steht der Tisch überhaupt mitten in der Mitte? Das ist doch totale Platzverschwendung. Kann ich mich jetzt hinsetzen? Endlich. Ja, wenigstens mal Staubwischen hätten sie doch können. Mein Gott, die Bullen, ey. Und wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, ich mache noch viel zu ausschweifende Bewegungen, denn ich glaube, die sind gar Schritt nicht nötig. Eins. Das Büro wechseln. Ach, gute Idee. Flop. Wie? Ah, okay. Was haben wir hier so? Das sieht Wasser. Irgendwas Wolkiges. Kosmos. Laub. Wasser. Wie mache ich das öffnen? Ach, Unterwasser, auch ganz schick. Hui, nettes Büro. Da kann man noch arbeiten. Da lässt sich arbeiten drin. Kann man sich noch schnell die anderen angucken? Ah, es lackt schon so ein bisschen ab, ne? Wenn sich das mal so anguckt. Das Lied braucht immer kurz zum Laden, glaube ich. Und dann geht's wieder mit der Framerate. Das ist auch schick. Da könnte ich aber allerdings nicht nachdenken, muss ich ehrlich sagen. Space. Gucken wir uns nochmal schnell Wolken an. Weil ich glaube, ich werde dann eh das Space-Ding nehmen. Oh, wie es lackt. Ui. Okay, da lässt sich arbeiten. Das Space-Ding, das gucken wir uns, glaube ich, später nochmal an. Ich glaube, es kommen noch mehrere Sachen. So. Alle entfernen. Gut, jetzt haben wir einen schönen Arbeitsplatz, jetzt können wir mal gucken. Er hat gesagt, wir sollen in die Akten gucken, also gucken wir mal in die Akten. Origami-Killer-Opfer. Origami-Killer-Vorgehensweise. Ach so, wieder so. Hm. Das gleiche Ritual. Ein Origami in der Hand. Orchidee auf der Brust. Die Opfer sind beim Auffinden weniger als 6 Stunden tot. Sie sind also noch ein paar Tage am Leben, bevor sie ertränkt werden. Über 3500 Menschen befragt. Mehr als 100 Verdächtige verhört. Und keine einzige Spur. Puh, nicht schlecht. 8 Opfer in den letzten 3 Jahren. Alles Jungen im Alter zwischen 9 und 13. Keine Anzeichen von Gewalt. Die Opfer verschwinden tagsüber von öffentlichen Plätzen. Niemand bemerkt irgendwas. Die Leichen tauchen nach 3 bis 5 Tagen auf. Ertrunken. In Regenwasser. Hm. Na gut, analysieren kann ich auch. Ach, guck mal, kann auch mehr Informationen abrufen. Auch geil. Neben dem Fundort der Leichen ist immer eine Bahnlinie. 2011? Das guckt er doch nicht wirklich selber, oder? Also er hätte da wenigstens ein bisschen Zukunftsgedöns machen können. Geoanalyse. Schickenmuster, siehst du ein Muster? Der Killer hat einen großen Aktionsradius. Er gewinnt schnell an Sicherheit und verlässt den Ausgangspunkt. Was das Geoprofiling nicht einfacher macht. So sieht's aus. Können wir das beim anderen auch noch machen? Was haben wir da so? Hm.
Der Killer ist weiß, zwischen 30 und 45. Seriously? Er ist intelligent, ruhig und entschlossen. Ein organisierter Typ. Fährt ein Auto. Er ist wahrscheinlich angestellt, aber er hat auch freie Zeit. Nettes Ding. No data for Geoanalytics. Na gut. 30 und weiße und 45-Jährige gibt's vermutlich überall. Das ist eine dumme Sache, ne? Machen wir das nächste. Was hatten wir? Wir hatten ja noch mehr Sachen. Aktionen, Umgebung, Karte. Machen wir mal Karte. Ach, muss ich hier drückt halten oder was? Na gut, da kann ich mir die Karte angucken. Das hilft jetzt aber auch nicht großartig weiter. Hier erschließen, Akten, Umgebung, Hinweise, Hinweise. Machen wir nochmal schnell. Total overpowered. Braucht kein Mensch. Reifenspuren. Analysieren. Ist doch bestimmt ein Pontiac. Na, ist was anderes. Schade. Der Killer fährt wahrscheinlich einen 83er Chevrolet Malibu. Malibu. Ah, machen wir eine Geoanalyse dazu. Okay, ja, gut. Gibt's vermutlich auch zu viele von. Next. Orchidee. Gucken wir die mal an. Ach, wieso muss ich immer nach links drehen? Ist doch dumm. Eine verbreitete Art. Das hilft nicht viel. Ich schieb's trotzdem mal in die Geoanalyse. Ja. Die Orchidee ist sehr verbreitet. Die gibt es in jedem Blumenladen. Na gut. Hätte ja helfen können. Wie sieht es mit den Origami-Figuren aus? Analysier die mal. Nette Falltechnik. Keine Abdrücke oder Hinweise. Hilft nicht gerade viel. Ich nehme mal an, das hilft uns auch nicht in der Geoanalyse, ne? Na. Nur ein Origami-Geschäft in der Stadt. No, besser als gar nichts. Mehr habe ich gar nicht, ne? Kann die Karte nochmal aufrufen? Also ich würde jetzt dieses Geschäft mal ausfindig machen. Und da mal nachgucken als Typ, aber ansonsten... Hinweise habe ich durch, Akten habe ich durch, Umgebung... Nein. Lol. Ich halte so. Okay, er ruft trotzdem die Karte auf. Na egal. Schließen. Jetzt krieg hier mal keine Anfälle, du. Alter, die kriegen alle Anfälle in diesem Spiel. Das ist ja so schlimm, ey. Jedenfalls 50% der Charaktere. Schon wieder. Ich wasche mir lieber das Gesicht. Ach, es zittert schon. Okay. Ich muss etwas nehmen. Ich werde sonst ohnmächtig. Nix ist. Wir schaffen das auf Klo. Alles okay. Ich weiß, ich schaff das. Ich weiß, ich schaff das. Es hilft mir bloß nicht, wenn ich die Tür nicht aufmachen kann. Jetzt. Nein, 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 Büro verlassen. Kein blaues Gedöns nehmen. Blaues Gedöns ist nicht gesund. Oh, scheiße, wo ist das Klo, Alter? Ist alles in Ordnung, Sir? Toilette. Da. Keiner. Keiner darf es sehen. Das ist aber schön inszeniert gerade. Dreieck, wo? Wo ist das Dreieck? Ach Gott. Das ist scheiße, wenn du den Move-Controller hast und nicht weißt, wo das Dreieck ist. Oh Gott. Ich sag ja, ich schaff das ohne Drogen. Das wird schon. Was auch immer das für eine Droge ist und was auch immer der für Anfälle kriegt. Ich schaff's ohne. Haha, Sieg. Oh, ist das Herr Ethan? Sieht so aus, oder?
Und was der beim FBI will, beziehungsweise beim Police Department, das sehen wir im nächsten Part. Also, bis dann. Tschüss.